Fürstin Charlene, Geheimnis gelüftet. Dieser Frau erzählt sie alles. Wem kann Fürstin Charlene wirklich noch vertrauen? Eine Frage, die sich viele Royals stellen dürften. Doch die Ehefrau von Fürst Albert hat eine Frau an ihrer Seite, auf die immer Verlass ist. Fürstin Charlene, Schwägerin Chantal Wittstock, ist wichtige Stütze. Vor knapp 2 Monaten besuchte Fürstin Charlene, 46, mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella, 9, das Miniaturwunderland in Hamburg. Die Kinder bestaunten ein detailgetreues Modell von Monaco, was Charlene ihren Lieben nicht verriet. Auch das Original ist in mancher Hinsicht eine Illusion. Hinter der glitzernden Fassade finden sich sicherlich oftmals Eifersucht und Intrigen. Wem kann Charlene überhaupt noch vertrauen? Eine wichtige Stütze ist Chantal Wittstock, 36, die Frau ihres Bruders Sean, 41. So sehr vertraut die Fürstin ihrer Schwägerin. Das Paar lebt in Südafrika und hat 2 Kinder. Als die Fürstin 2021 in ihrer alten Heimat erkrankte, war es nicht zuletzt Chantal, die ihr Beistand leistete. Vor allem erwies sich die Unternehmerin, wie sie sich selbst bezeichnet, als diskret. Die Ereignisse von 2021 waren eine Feuerprobe, Chantal bestand sie mit Bravour. Heute leitet sie die Stiftung ihrer royalen Schwägerin in Südafrika. Im Namen der Fürstin nahm sie gar einen Preis in Durban entgegen. Mit ihren Kindern Reigen, 10, und Iva Grace, 7, reist Chantal immer wieder nach Monaco. Vermutlich ist sie ein wichtiges Bindeglied zu Südafrika, das der Fürstin nach wie vor am Herzen liegt. Und sie steht dem monegassischen Klüngel auch räumlich fern, so dass keine der Interessengruppen sie vereinnahmen kann. Charlene weiß, solch eine Freundin ist Gold wert.